Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge von Don't Starve Together mit dem Krian. Hallo Yogi. Hallo Krian. Oh, vergammelte Ah, Pilze. Die muss ich ich schnell mal werd. verwenden. Das ist unschön, ich werd verrückt gleich. Crazy Motherfucker named Ice Cube. Oh, gib mir mal ganz kurz ein bisschen Zeit, hier wieder ein bisschen Sanity aufzubauen. Mach das mal. So, wir füttern mal schnell den Vogel noch, solange der noch wach ist. Natürlich kommen jetzt auch wieder Fledermäuse, das ist klar. Nein! Oha, Kann ich hier stehen bleiben, um beide Hände gleichzeitig abzuwehren? Oder ja, kann ich wunderbar. das ist ganz lustig, seitdem ich hier oben alleine bin, habe ich keine Hände mehr, die kommen. Toll. Ich habe hier unten zwei. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch was mit dem Sanity Level zu tun hat. Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Aber ne, vorstellen könnte ich mir das. So, da ich hier So, der ist. safe bin. Ah, da ist ein Aufgang. Ja, nice. Easy. Ja, dann würde ich sagen. Mihim, Osten, Süden, Westen. Los geht's. Und der Krian bewegte sich näher in die Heimat. So, habe ich jetzt gerade irgendwo das Holz hingeräumt, die Holzplanken, oder sind die noch im Chester drin? Osten, Süden. Hier ist ein Aufgang. Ist doch nice. Zack, auf an die Oberfläche. Ist es Tag, oder? Nein, Oder? es ist Nacht. Ja, egal, Ganz kleinen Moment warten. mir ist egal, ich habe meinen Helm. Okay. Wollte nur mal fragen. Einen ganz kleinen Moment noch und dann ist schon Tag. So, die Frage ist, wo sind wir denn? Jetzt ist Tag, nice. Gerade rechtzeitig, weil jetzt kann nämlich wieder meine Sanity steigen. Ich bin unten im Süden rausgekommen, beim Schweinebärmann. Beide So, dann komme ich mal nach Hause, hätte ich gesagt. Kommst mal nach Hause. Ja, ich bringe hier noch so ein bisschen Rot mit. Katzenschwanz, kann man sicherlich auch was mitmachen. Ja, irgendeine Klamotte. So, den Kompass tun wir mal hier üben, Storn. Wir haben jetzt Herbst, das heißt, wir sollten jetzt eigentlich auch notfalls Birchnuts und sowas ernten, oder? Ja, wäre auf jeden Fall eine Option. Ja, ich bin hier unten in dem Birchnuts-Biom. Oh, guck mal, hier lauter Beefaloes. Habt ihr Kacke? Nehme ich mal ganz kurz ein bisschen Scheiße mit hier. Ich sag mal so, unsere aktuelle Scheißsituation ist auch nicht schlecht. Also wir haben noch 13 oder so und Oh, warte. Wir brauchen einmal Gears. das ist korrekt. Für den nächsten Flingomatic. Wo Wenn du wirst, ich waren hab die nur Choppen. Pferdeteile? Da im Westen. Hier im Süden haben wir keinen Pferdeteil. Da wäre noch ein Höhlen durch. Übrigens, der Weg an der Oberfläche entspricht nicht dem in der Höhle. Okay. Es sei denn, die Map ist irgendwie verdreht, weil ich bin bei mir immer nach Norden gegangen und komme hier im Süden raus. Naja. Also ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht wirklich einfach die Ding rumgedreht ist. Nord-Süd-Verhältnis. Oh, das ist Das ein könnte Hound. sein. Tatsächlich, wenn man den Mushroom Planter, wenn man den ein paar Mal genutzt hat, dann ist der kaputt. Dann ist der Stamm tot und dann muss man den mit einem Lebenden ersetzen. Ich habe einen Feuerhound hinter mir. Ja, geh mit dem in die Fallen hier oben, wenn du es so weit schaffst, dann ist das gar kein Problem. Ja, ich wollte noch ein paar Karotten mitnehmen. So, da wäre jetzt die Frage, zählen da auch? Wir legen mal kurz das Holz weg. Zählt da auch das Guana als Kacke oder muss es wirklich Tierkacke sein? Nee, Also. Iguana ist auch Kacke. Ja, aber nicht zum Crafting. Also für den Log.
Für den Mushroom Planter, da braucht man Tierkacke. Ich habe einen mal noch bei mir. Oh, guck mal, da sind Wände. Ja, dann fehlt noch eins. Hi. Hallo. Ja, die haben wir doch schon länger. Ich habe hier drüben mal 4 Truhen hingestellt. In sind der ersten auch? Ja. Ist normale Klamotten und also alles Mögliche. Die habe ich gedacht für Frühling, Sommer, Winter. Okay. Dann habe ich hier noch eine zweite Truhe hingestellt, die einfach für Zeug ist, was, also bearbeitete Steine und so. Ich habe jetzt auch mal die Flints rein, weil unsere normale Truhe einfach zu voll wurde. So, ich tue mal eine Karotte da rein. Die Pilze vergammeln übrigens. Ich weiß. Nimm mal, dir ruhig mal die Meatballs. Du kannst dir noch mal so eine Lampending hier reinhauen. Ich habe dir so Lampenteile in die Box getan. Na, dann testen wir das doch gleich mal. Du könntest aber verrückt werden. Also solltest du eventuell daran denken, bewaffnet zu sein, um gegen die Schattendinger kämpfen zu können. Ich bin nicht verrückt. Wie kommst du auf die Idee? Apropos verrückt, wo ist denn Night Fuel hier? Ich glaube nirgendwo aktuell. Ah, hier unten in der Truhe, wo ich gerade dran stehe, tatsächlich. Ich habe nämlich noch mal ein Night Fuel mitgebracht. Rot habe ich in den Kühlschrank getan. Aber das können wir eigentlich auch woanders hin tun. Wo hast du denn Katzenschwanz? Ich weiß, dass wir welchen da haben. Ich kann dir allerdings nicht sagen, wo. Da. Ah, hier ist noch ein Living Lock. Sehr schön. Und da haben wir auch die Kohle. Dann können wir die auch mal da runter tun. Hast du hier irgendwo Holz? Ja, da in der Truhe, wo du stehst. So, dann tue ich mich hier noch Stickies rein. Stiggies. Wo kommt die Kacke hin, die normale, oder willst du sie haben? Wie viele hast du? Eine? Eine, ja. Dann müssen wir einen Platz dafür finden. Hier oben ist noch Platz drin. So. Meiner Helm. Steine sind hier. Die Kacke mal eine Truhe weiter nach links geräumt. Okay. Und gleich mir Zappenduster. Einmal ein bisschen fast vergammeltes Meatballs da rein. Gut. Da liegt auch Kacke hier. Guano, ja, wenn man den Vogel füttert, dann kackt er uns ein bisschen Kacke aus. Ist ein ganz lieber Kerl. So. So. Oh, wir brauchen Feuerchen. Sehr schön. Sehr schön. Kleines Feuerchen. Gut, wir haben also jetzt Herbst. Ja. Ich habe noch mehr Kacke. Ah, der Stack ist voll, deswegen. Der Iguana. Ja, wir könnten natürlich auch nochmal eine Truhe bauen, wo wir... mehr tierische Feuer. Wo wir mehr so tierische Präparate präparieren. Wo möchtest du Honeycomb haben? Gibt's schon eine Truhe tatsächlich eigentlich. Ja, aber ich habe die da rausgenommen aus der Kiste, weil da nämlich sonst kein Platz mehr für das Guano ist. Okay, warte dann. Ich mach mal eine Truhe, da können wir ja die Kacke reintun und den Honig. Ich finde, Kacke und Honig kann man schon mal zusammenlagern. Dann stelle ich die mal hier noch daneben. Dann können wir ja Kacke und Honig in diese Truhe stopfen. Und tatsächlich aus mangelndem Interesse würde ich da auch mal noch ein Rotten Egg reintun. So, mache ich mal also so. Tatsächlich 3 Pilze und eine so eine Glühfrucht haben einfach zusammen... eine Dings ergeben. Du solltest doch eine Glühfrucht einfach mal so essen. Ach so. Ja, dann machen wir das doch mal.
Bin ein Piratengeist. Was? So. So, Chester, was hast denn du noch dabei? Karneval-Tickets, das ist in Ordnung. Essen ist auch in Ordnung. Im Herbst kann es nicht regnen, oder? Es müsste auch... Ja, gute Frage. Es hat vorhin ja kurz geregnet. Aber es sollte eigentlich nicht regnen. Oh, das ist kacke. Chester, haben wir noch? Nee, haben wir nicht. Wir haben keinen Flint dabei, Chester. Das geht doch nicht. Ich gehe dann mal so ein Pferdeding töten, dass wir das Gear bekommen. Ja, würde ich mitkommen, ne? Westen. Ah, ich nehme aber das... Das fast vergammelte Meatballs haue ich mir rein und dann ist gut. Oh, was ist das hier? Ein Batilist? Ja, die ist quasi, glaube ich, auch einfach nur Fledermaus. Es war am Schlafen. Ja, es war wehrlos. Das ist korrekt. Das habe ich direkt ausgenutzt. Warum schlafen die ganzen Spinnen? Wenn du die jetzt... Okay, warum ist die Hunter nicht aufgewacht? Jetzt ist er aufgewacht. Weil die weit genug weg war. das Blutsack. Das Rot. Hier ist Rot. So, warst du jetzt eigentlich Kohle holen oder willst du Kohle holen? Ich war noch nicht Kohle holen. Die Frage ist, ob die... Die sind nicht wieder gespawnt. Die Pferdchen? Nee. Du, ich habe einen Hammer einstecken, vielleicht können wir da irgendwas demolieren. Du kannst hier theoretisch alles demolieren. Ja, dann. Na, scheinbar nicht. Wahrscheinlich können wir das nur... Ja, das ist Marmor. Und meine Hacke ist kaputt. Wir brauchen anderes Dings hier. Sollen wir ein bisschen auf Erkundungstour gehen? Ja, die Frage ist, wohin? Also, wir haben Land, haben wir alles. Genau, das Einzige, was eine Option wäre, dass wir oben im Osten ein Bötchen setzen und damit rüberfahren auf dieses kleine Ding, was wir aufgedeckt haben. Ja, aber Boot ist immer böse. Gefährlich, ja. Aber das wäre auf jeden Fall eine Option. Ja, aber das bedeutet, wir müssen uns diesmal vorbereiten auf Boot. Ja. Du, ich habe einiges an Holz gesammelt, also rein theoretisch. Boot-Dinge sind möglich. Ja, aber wir müssen dann da auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Wir brauchen was, für, um Feuer zu löschen. Weil es kann ja diesmal nicht brennen, weil wir haben ja keinen Sommer. Sagte er. Und wir brauchen Nahrung. Ja gut, dann würde ich mal wieder Richtung Heimat aufbrechen und anfangen, Boot-Dinge zu tun. Ich hole mal noch ein paar Birchnuts. Macht. Komm, Chester, wir gehen Boot-Dinge tun. Doink, 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 doink. Hier liegt verdammt viel Rot rum. Ja. Also kannst du natürlich gerne alles mitnehmen. Aber wir haben auch, ich glaube, 1,5 Stacks daheim. Ja, ich weiß. Aber, ne, besser haben als nicht haben. Das ist halt immer so. So, das Ding. Ich glaube, das ist das ganze Gewöll, was halt die Dings auskotzen. Diese Waschbärviecher. So, Boot. Also, wir brauchen natürlich eine Grundplattform. Da brauchen wir 4 Bretter schon mal für.
Können wir eigentlich zwei so Grundplattformen aneinander hängen? Jester, wo bist du? Versteckt hinter der Kiste. Jester, komm mal da weg. Genau, brav. So. Dann. Ein Paddel haben wir noch, das habe ich hier gerade gesehen. Und wir könnten dann auch mal gucken, ob wir nicht vielleicht hochseeangeltechnisch unsere Angelsachen machen. Ja, warum nicht? Ja, tatsächlich, diese Fledermäuse, die hier rumfliegen, die heißen auch Basilisk. Also das ist eben nur eine schlafende Version gewesen. Und du hast das ausgenutzt. Ja. Deswegen kommen sie jetzt und rächen sich. Mannigfaltig. Autsch. Machen Sie das nicht. Ah! Scheiße. Ich habe es gerade geschafft, statt zuzuschlagen, einen Chat zu öffnen. So, schnell ein Feuerchen machen. Sehr schön. Ja, dann gibt es erstmal eine Runde Meatballs. Ah, hier ein paar Pilze rein. Und eine Karotte. So. Und ich habe jetzt 24 Birchnuts. Naja, das ist doch schon mal gut. Wollen wir ausprobieren, ob wir mehrere von den Bootplattformen aneinander machen können? Ich glaube, das sind dann zwei verschiedene Boote. Das befürchte ich auch. Okay. Dann lassen wir das. Was ist das? Ein Lightning Conductor, den haben wir. Die Feuerpumpe können wir nicht machen, weil wir keinen Spittlefisch haben. Den müssten wir entsprechend angeln. Ein Anker? Oh, weiß ich nicht. Boat Patches. Oh, ein leuchtender Krian. Guten Tag. Hallo. So, ich hab doch mal so ein bisschen was mitgebracht. Ich tu mal dann alle Birchnuts grillen, wa? Ja. Das kann ja auf jeden Fall nicht schaden. Wir brauchen dann aber auch Berries ohne Ende für die ganzen Trail Mixes. Das ist auch korrekt. Ah, mir ist heiß. Hab dich schon immer gesagt, du sollst nicht so nah am Feuer spielen. So. Wir müssen ein Endothermic Fire neben dem normalen Feuer machen, dass wir am Feuer arbeiten können, ohne überhitzen zu können. Ja, das klingt durchaus intelligent. Guck mal, ich tue hier schon mal 12 Birchnuts rein, die gekocht sind. Okay. Ist es ein Berry, ein Birchnut, zwei Holz, oder? Ein Holz. Zwei Berries dann. Und ein Birchnut. Also brauchen wir einiges an Berries. Mit zwei Stöcken machst du nur Matschepampe. Also brauchen wir theoretisch 48 Berries. Wenn du 24 Dings hast? Ja. Ja, hab ich. So, da brauche ich noch Spinnenweben und Seile. Ah, hier ist auch noch ein Berry. Wir brauchen nur noch 46 Berries. Ach Gott sei Dank, ich habe mir ja schon Sorgen gemacht, dass das too much wird, aber wenn wir nur noch 46 brauchen, ist es ja echt entspannt eigentlich. Ich habe hier noch ein bisschen Holz. Doch einmal Meat. Ich habe auch einen blauen Pilz. So. Aber keinen Platz für.
Sollen wir das Spoiled Fish Mercer nicht einfach draußen hinlegen und so Rot werden lassen? Wenn Spoiled ist, ja, auf jeden Fall. Also wir können auch wegen mir den Rot in irgendeine andere Kiste tun, ne, weil... Oh, hab ich da noch einen Pilz? Da ist der Pilz. Also wir haben jetzt ein Boot, ein Segel, ein Lenkrad brauchen wir auf jeden Fall noch. Wir haben 11 Patches, ein Paddel. Ich würde sagen, wir machen mehr Patches, oder? Noch mehr? Ah ja. Wie, was kostet ein Patch? Ach, Holz und 2 Sticks. Wir müssen halt... aber du hast ja auch nochmal Holz mitgebracht, also das ist ja... Jetzt sollte ja kein Problem sein. Old Patches ist ein Stinger, kein... meine ich doch. Nicht Stick. Okay. Stinger, nicht hast Stick. Hast du noch Stinger dabei? 3 habe ich noch einstecken. Warte, warte. Hier, ich gebe sie dir. Wie viel hast du gesagt? 11 hast du gemacht. Ja, sind im Chest da drin. Ja. Was wir alles noch patchen müssen, bevor wir hier lossegeln können, das erfahren wir als nächste Folge, weil dieses vorbei. Dementsprechend würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bleibt gesund, hau rein und bye bye. Auf Wiedersehen.